Hallo zusammen und recht herzlich willkommen zum großen Tutorial rund um den DJI Osmo Pocket 3. Den habe ich bereits seit über einem Monat bei mir im Einsatz, bin allerdings noch nicht dazu gekommen, ihn quasi euch vorzustellen. Ich habe kein Review darüber gemacht, außer mal ein kurzes Unboxing. Alles, was in der Creator-Combo dabei war, siehst du jetzt auch eingeblendet. Ist ein sehr schönes Teil, sehr handlich. Und in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du den benutzen kannst. Falls du meinen Kanal aktiv unterstützen möchtest, findest du natürlich den Osmo Pocket in der Creator Combo als Single-Version, die Speicherkarte, das Stativ und alles weitere, was ich für dieses Video benutzt habe, unter dem Link in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen aus Frankfurt, heute mit einem Mini-Review zum DJI Osmo Pocket 3 in der Creator Combo. Das hier ist übrigens das externe Mikrofon, welches schon in der zweiten Generation ist und übrigens in diesem Kombo-Paket mit enthalten ist. Link natürlich in der Videobeschreibung. Ja, das hier ist das interne Mikrofon von dem DJI Osmo Pocket 3. Das hier ist der USB-C-Port. Darüber kannst du den Osmo Pocket 3 aufladen. Über dein Auto, über eine Powerbank, über dein Notebook. Kein Netzstecker war dabei, allerdings kannst du auch den von deinem Notebook oder zum Beispiel Tablets oder Smartphone verwenden. Solltet ihr euch nicht für die Creator-Combo entschieden haben, findet ihr den USB-C-Port unter dem Osmo Pocket 3. Ich fand es super hart, die Micro-SD-Karte aus dem Osmo Pocket 3 rauszubekommen. Deshalb nutze ich schlussendlich einfach so ein Centstück und damit sollte es dann gehen. Du solltest sehr spitze Gegenstände vermeiden oder vielleicht ein spitzes Messer, was dann zufällig auf die Pins gehen könnte. Also am besten sowas oder sehr spitze Fingernägel haben, damit funktioniert es auch. Das hier ist die Micro-SD-Karte, welche ich aktuell sehr häufig nutze von Angel Bird, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Eine V60-Karte, damit ist auch 4K 50 oder 60 kein Problem. Link natürlich in der Videobeschreibung. So schaltest du dein Osmo Pocket 3 ein. Einfach den Monitor einmal neigen und dann wähle ich zuerst meine Sprache aus, in dem Fall jetzt Deutsch. Da haben wir Deutsch. Und dann sind wir eigentlich auch schon da. Wenn du das erste Mal machst, fordert dich in der Regel DJI auf, die DJI Mimo App zu installieren. Das solltest du auf jeden Fall tun, die ist kostenlos. Darüber kannst du den Osmo Pocket ebenfalls über dein Smartphone steuern, Firmware-Updates machen und dir die ganzen Dateien auch auf dein Smartphone ziehen. Für mich wäre jetzt zum Beispiel die Display-Helligkeit etwas zu krass. Allerdings kriege ich jetzt hier noch meine ganzen Tipps angezeigt. Das hört gleich auf. Ich wische einmal von oben nach unten. Gehe ins Menü und ziehe mir die Displayhelligkeit einmal nach unten. Wir befinden uns im Videomodus. Das erkennst du an dem Kamerasymbol hier oben mit der Speicherkarte, die aktuell eingelegt ist. Könnte ich in 1080p mit 30 Bildern in der Sekunde noch 3 Stunden und 32 Minuten aufnehmen. Übrigens befindet sich gerade nur eine 64 GB Speicherkarte in dem Osmo Pocket 3. Oben rechts der Akkustatus. Dieses Symbol hier ist dafür da, dass ich entweder den Gimbal neige oder ich zoome rein, indem ich quasi hier auf den Steuerknüppel drauf drücke. So kann ich mir den Gimbal zu mir drehen und so kann ich ihn wieder zurückdrehen. Das funktioniert allerdings hier auch über den Dreifach-Tipp auf den Joystick, wenn ich nochmal drauf drücke. Dreimal, dann dreht er sich wieder und wenn ich ihn jetzt zum Beispiel nach unten neige und ich möchte ihn wieder zentrieren oder er wirkt ein bisschen schepp, tippe ich einfach nochmal doppelt drauf und dann zentriere ich den Gimbal wieder nach vorne. Die Auflösung kann ich ändern, indem ich von unten nach oben wische. Ich kann zum Beispiel auch in 4K aufnehmen, was ich sehr schön finde. Ich habe alle Bildraten nebeneinander. Ich kann auch das Aufnahmeformat ändern, zum Beispiel in 1:1, also das typische Instagram Quadrat. Das funktioniert auch in anderen Auflösungen oder wie gesagt 16:9. Sollte ich den Bildschirm drehen, geht er eigentlich wieder davon aus, dass der Gimbal ausgeschaltet werden soll. Das kann ich unterdrücken, indem ich hier unten auf Continue oder Weiter drücke. Und jetzt nehme ich automatisch im 9:16 Format auf, also vertikal. Und das Ganze funktioniert dann maximal mit einer Auflösung von 3K mit 60 Bildern in der Sekunde. Um ein Video aufzunehmen, tippe ich hier unten einmal drauf. Damit nimmt der Osmo Pocket jetzt auch quasi auf. Und dann kriege ich hier am Anfang noch diese Tipps angezeigt, indem ich zum Beispiel hier kann ich eine Belichtungskorrektur vornehmen, indem ich zum Beispiel sage, ah, ist immer ein bisschen zu dunkel, dann kann ich hier mitspielen. Sollte ich hier unten noch einmal drauf tippen, kann ich das Video auch wieder stoppen. Eine Pausefunktion gibt es übrigens nicht. Drehe ich den Monitor wieder, kann ich in voller Auflösung aufnehmen und das wäre jetzt hier in 4K mit 60 Bildern
in der Sekunde. Das kann ich auch einmal machen, indem ich hier zum Beispiel drauf tippe. Übrigens, jetzt ist hier dieses Viereck entstanden. Das bedeutet, dass wir aktuell Tracking aktiviert haben. Also wenn ich mich jetzt in dem Bereich befinden würde, würde er mich quasi tracken und mir folgen. Was du auch vielleicht bemerkt hast, ist, sobald ich die Auflösung und die Bildrate ändere, ändert sich hier oben auch die Aufnahmezeit. Aktuell kann ich nur noch 1 Stunde und 10 Minuten aufnehmen, wenn ich als Auflösung 4K mit 60 Bildern in der Sekunde festlege. Wenn ich in 4K aufnehme, habe ich quasi nur einen Zweifach-Zoom, indem ich den Joystick nach oben und nach unten bewege. Und sollte ich hier auf dieses Symbol nochmal drauf tippen, seht ihr schon, ich kann den Osmo Pocket 3 in alle Richtungen frei drehen. Sollte ich den einfach schnell wieder zentrieren wollen, tippe ich wieder doppelt drauf. Dann gibt es hier an der Seite noch mehrere Modi, die fand ich auch ganz interessant. Zum einen Gesichtserkennung, dann gibt es hier unten noch was, da gibt es immer einen kleinen Text dazu, da steht immer, was der Gimbal dann quasi macht. Und was ich letztens mal ausprobiert habe, zum Beispiel einen Spin-Shot, da dreht sich quasi der Gimbal um 90 Grad in die eine bzw. andere Richtung oder um 180 Grad in die eine oder in die andere Richtung. Ist ganz cool, wenn man so Aufnahmen macht, wo du quasi auf den Gimbal zuläufst und dann dreht sich der Gimbal währenddessen. Ich kann es auch gerne mal demonstrieren. Ich mache jetzt hier zum Beispiel mal 180 Grad. Jetzt hat sich die Linse nach oben gedreht. Ihr seht hier meinen Finger. Und wenn ich jetzt auf Aufnahme tippe und dieses Symbol hier aktiviere, dann dreht sich der Osmo Pocket 3 um 180 Grad. Um das Ganze wieder zu deaktivieren, wische ich von links nach rechts oder tippe hier einmal drauf und sage beenden. Um ein Foto aufzunehmen, tippe ich hier unten auf das Symbol drauf, wische einmal von links nach rechts. Ich bin hier im Kameramenü drin. Wenn ich hier einmal drauf tippe, kann ich den Modus quasi wieder ändern. Ich kann einmal von unten nach wischen und kann das Aufnahmeformat festlegen. Hier jetzt zum Beispiel 16:9 oder 1:1. Ich kann mir auch einen Timer auswählen. Das demonstriere ich mal. Um ein Foto zu machen mit einem Timer von 3 Sekunden, tippe ich hier wieder auf den Aufnahmeknopf drauf. Und dann nimmt der Osmo Pocket 3 quasi ein Foto auf. Um den Timer zu deaktivieren, tippe ich hier unten wieder drauf. Und wenn ich jetzt den Monitor wieder drehe und das Ausschalten quasi unterdrücke, kann ich direkt schon sehen, ich nehme jetzt vertikal auf in einem 9:16 Format oder nach wie vor in einem 1:1 Format. Jetzt habe ich quasi ein vertikales Foto aufgenommen. Gehe ich nochmal nach unten, kann ich auch einen Timer wieder festlegen. Maximal sind hier 7 Sekunden möglich. Das heißt, ich habe genug Zeit, um mich quasi nach vorne zu bewegen und ein schönes Foto aufzunehmen. Ich kann übrigens auch, wenn der Monitor vertikal zeigt, den Modus ändern, zum Beispiel ein Panorama auswählen. Dann wische ich einmal von unten nach oben und kann zum Beispiel auswählen, entweder hätte ich gern ein 180-Grad-Panorama oder ein 3:3-Panorama. Und mehr muss ich im Grunde gar nicht machen, als hier unten einmal drauf tippen und dann übernimmt der Gimbal komplett den Rest für mich. Wichtig ist dabei stillstehen oder den Gimbal auf ein kleines Stativ stellen, wie das hier von DJI mitgeliefert wird. Ein 3:3 kann ich auch nochmal ausprobieren und das Ganze sieht dann so aus. Ich blende euch jetzt andere Bilder ein, die nicht so langweilig sind wie von hier aus dem Büro. Weiter musst du nichts machen, der Osmo Pocket 3 fügt diese Bilder vollautomatisch selber zusammen. Dann gibt es noch einen wenig Lichtmodus bzw. Lowlight-Modus, falls der Osmo Pocket 3 in Englisch eingestellt sein sollte. Wenn ich von unten nach oben wische, siehst du, die maximale Bildrate liegt bei 30 Bildern in der Sekunde. Und ich glaube, das spielt keine Rolle, ob ich jetzt in Full HD oder in 4K aufnehme. Je weniger Bilder pro Sekunde, desto besser das Ergebnis auch bei Dunkelheit. Je mehr Bilder pro Sekunde, desto mehr Licht brauchst du auch. Dann gibt es noch einen Zeitlupen-Modus. Wenn ich hier mal reinschaue, liegt die maximale Auflösung bei 4K mit 120 Bildern in der Sekunde. Ton wird in dem Fall übrigens nicht mehr aufgenommen. Sollte ich mit 2,7K aufnehmen, liegt die maximale Bildrate ebenfalls noch bei 120 Bildern in der Sekunde und in 1080p sogar bei 240 Bildern in der Sekunde und das ist dann eine achtfache Entschleunigung. Das Ganze funktioniert natürlich auch vertikal und auch hier liegt die maximale Auflösung in 4K mit bis zu 120 Bildern in der Sekunde. Das, was mir mit am meisten Spaß macht, sind Zeitraffer, weil die mit dem Osmo Pocket 3 sehr dynamisch wirken. Da gibt es mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Es gibt einmal einen Dunkelmodus bei wenig Licht. Den aktiviere ich, indem ich da oben auf den Mond drauf tippe. Hier kann ich meine Auflösung festlegen, maximal in 4K mit 30 Bildern in der Sekunde.
Und dann gibt es einmal eine Hyperlapse-Aufnahme, Timelapse-Aufnahme oder ein Motionlapse. Die gehen wir jetzt zusammen durch. Fangen wir mit Hyperlapse an. Immer wenn du dich bewegst und den Gimbal in deiner Hand hältst, kannst du das Video beschleunigen lassen, und zwar mit einer maximalen Geschwindigkeit von 30-fach. Das heißt, du brauchst mindestens 30 Sekunden, um eine Sekunde Videomaterial zu bekommen. Was ich sehr schön finde, ist, dass ich die Geschwindigkeit von Anfang an festlegen kann und während einer Aufnahme, jetzt zum Beispiel nehme ich in Full HD auf mit 30 Bildern in der Sekunde, und wenn ich jetzt nach vorne laufen würde, brauche ich 15 Sekunden, um eine Sekunde Videomaterial zu bekommen. Ich kann während der Aufnahme übrigens immer zur wahren Geschwindigkeit zurückkehren. Und jetzt sehe ich hier oben 13 und dann läuft die Zeit auch parallel mit. Sollte ich wieder das Video beschleunigen wollen, tippe ich hier unten wieder auf das Icon drauf. Und jetzt brauche ich quasi wieder 15 Sekunden, um eine Sekunde Videomaterial zu bekommen. Übrigens, solange ich beschleunige, habe ich kein Audio mit drin. Sollte ich die Aufnahme auf die wahre Geschwindigkeit zurückkehren, nehme ich Audio auf. Das war eine Hyperlapse-Funktion. Dann gibt es noch Timelapse, also Zeitrafferaufnahmen. Hier gibt es schon einige Presets quasi, die vorgefertigt sind. Weiß nicht, ob dir die passen. Falls sie dir nicht passen, gibt es hier noch angepasst. Um die Parameter zu ändern, nochmal von unten nach oben wischen. Hier kann ich mein Intervall festlegen. Das maximale Intervall beträgt bei dem Osmo Pocket 3 60 Sekunden. Wenn du etwas machst, was schnell passiert, dann nimmst du ein kurzes Intervall. Wenn du etwas machst, das länger dauert, nimmst du ein langes Intervall. Baust du zum Beispiel ein neues Carport und möchtest den Osmo Pocket 3 dabei zuschauen lassen, um quasi einen Zeitraffer aufzunehmen, kannst du gerne 40 oder zum Beispiel 60 Sekunden nehmen. Das macht bei 10 Minuten Dauer nicht ganz so viel Sinn, weil du 0 Sekunden Videomaterial rausbekommen würdest. Nehme ich 30 Minuten auf, mit einem Intervall von 60 Sekunden komme ich nur auf eine Videolänge von gerade mal einer Sekunde. Sollte ich 5 Stunden aufnehmen, sogar 10 Sekunden. Ich sag mal so, wenn zum Beispiel Wolken an dir vorbeiziehen und du möchtest den Himmel aufnehmen, dann nehme ich meistens entweder 5 oder 10 Sekunden, je nachdem, wie viele Wolken gerade vorbeiziehen. Ich kann die Dauer auch unendlich laufen lassen, indem ich auf die liegende 8 gehe. Und jetzt würde ich mit einem Intervall von 10 Sekunden aufnehmen und habe hier eine maximale Videolänge von 92 Stunden und 50 Minuten, einfach aufgrund der SD-Kartenkapazität. Motionlapse mit einer der coolsten Sachen bei dem Osmo Pocket 3, einfach weil das mit einer Actioncam nicht ohne weiteres Equipment möglich ist. Denn ich kann jetzt dem Osmo Pocket sagen, wander von links nach rechts oder wander von rechts nach links, oder ich kann mir selbst Wegpunkte festlegen. Um euch das zu demonstrieren, was er tut von links nach rechts, kann ich euch mal zeigen, was ich jetzt festlegen kann. Zum Beispiel nehme ich jetzt mit einem Intervall von einer Sekunde auf und das Ganze für 10 Minuten. Dann bekomme ich ein Video von 20 Sekunden Dauer raus. Dann cancel ich mir dieses Menü mal weg. Zum Anzeigen einer Vorschau des bewegten Zeitraffers antippen. Ich könnte jetzt hier drauf tippen und dann sehe ich genau, was er machen würde. Ziemlich cool gelöst, als kleine Demonstration. Und hier oben links angezeigt, diese Strecke würde er jetzt zurücklegen in 10 Minuten und mir daraus ein 20 Sekunden Zeitraffer generieren. Sollte ich hier einmal auf den Aufnahmeknopf draufdrücken, beginnt schon die Aufnahme, und jetzt ist es wichtig, den Gimbal die Arbeit machen zu lassen, ohne ihn dabei zu bewegen. Deshalb unbedingt an ein Stativ denken. Um die Aufnahme vorher abzubrechen, warum auch immer, einmal hier unten auf den Knopf drauf tippen. Falls du dir unsicher sein solltest, ob der Akku halten sollte, kannst du jederzeit eine Powerbank anschließen. Wische ich einmal von unten nach oben, komme ich wieder in das Menü rein und hier gibt es Custom Motion. Hier kann ich mir, wenn ich wieder von unten nach oben wische, das Intervall festlegen oder zum Beispiel die Videolänge. Und jetzt kommen wir zu einem sehr coolen Punkt, denn ich kann jetzt selber festlegen, wie der Gimbal laufen soll. Ich demonstriere das mal. Ich nutze dafür meinen Joystick, drehe mir den einmal nach hier oben, wähle das Plus aus, dann gehe ich einmal wieder nach rechts. Ich habe jetzt hier relativ wenig Kontrast, deshalb mache ich einfach mal den Tisch als nächsten Punkt. Oben links gibt es Wegpunkte. Hier wähle ich zum Beispiel 2, 3 oder 4 aus. Ich mache jetzt einfach mal 3 aus Demonstrationszwecken. Und jetzt werden mir hier oben 3 Zahlen angezeigt. Ich kann mir das Ganze dann vorspielen lassen.
was würde er machen in der Zeit, die ich quasi gerade festgelegt habe. So würde das Videomaterial dann quasi ausschauen. Und wenn ich jetzt hier unten drauf tippe, auf den Aufnahmeknopf, macht der Gimbal genau das, was ich ihm gesagt habe. Nämlich, er geht in 2 Stunden, beziehungsweise 120 Minuten, ist ja dasselbe, von dort hinten über diesen Punkt hier unten nach oben rechts. Und daraus generiert er dann ein fertiges Video. Das Ganze habe ich jetzt abgebrochen, indem ich hier auf den Aufnahmeknopf drauf getippt habe. Ich kann mir übrigens auch die Wegpunkte wieder rauslöschen, den letzten, den ich zum Beispiel festgelegt habe, indem ich hier oben auf das kleine X tippe. Und in jedem Modus, im Videomodus, im Fotomodus, als auch im Zeitraffermodus, kann ich von rechts nach links wischen, um in den Pro-Modus reinzukommen. Hier kann ich dann manuell belichten. Ich kann mir meinen Weißabgleich festlegen und ich kann zum Beispiel das Aufnahmeformat festlegen. Wenn ich zum Beispiel im Fotomodus bin, kann ich dem Gimbal sagen, bitte nimm gleichzeitig auch ein RAW auf mit einem JPEG. Und wenn ich jetzt hier einen Zeitraffer aufnehme, kann ich ihm gleichzeitig sagen, bitte nimm das als fertiges Video auf und gebe mir gleichzeitig noch JPEG-Fotos oder eben RAW-Bilder. Um aus dem Pro-Modus rauszukommen, tippe ich einmal nochmal auf den Pro-Modus drauf. Um das nochmal zu demonstrieren, hier ist der Videomodus. Ich wische einmal von rechts nach links, komme dann in den Pro-Modus und kann quasi hier alles festlegen. Ich kann mir sogar das Farbprofil ändern. Hier jetzt nehme ich zum Beispiel in einem Log-Profil auf. Ich kann mir einen Glamour-Effekt auswählen. Den Fokus-Modus kann ich mir festlegen, ob er zum Beispiel kontinuierlich ist, einzeln oder ob ich zum Beispiel eine Produktvorführung machen möchte. Das Ganze kann ich dann auch wieder bestätigen. Der Osmo Pocket 3 kommt in der Creator-Kombo übrigens mit einem externen Mikrofon. Das hier ist das neue DJI Mic 2. Das ist übrigens auch in der Creator-Kombo bei dem Osmo Pocket 3 dabei. Und das Coole ist, ich kann hier an der Seite aufnehmen, das Audio. Hier ist ein interner Speicher auch ebenfalls drin. Das Ganze über USB-C aufladen. Und das Ganze koppeln mit dem Osmo Pocket 3 oder auch mit anderen Action Cams ohne einen Receiver. Das ist ja das Krasse daran. Aber dieses Mikrofon gibt es Stand Ende November 2023 noch nicht einzeln zu kaufen. Leider, ich habe es allerdings schon hier, weil ich ja den Osmo Pocket 3 mir selbst gekauft habe. Und jetzt schalte ich den Osmo Pocket 3 mal kurz ein. Das funktioniert übrigens auch über den Aufnahmeknopf. Und wenn ich jetzt von oben nach unten wische, auf die Einstellung drauf gehe, Funkmikrofon, dieses hier einschalte, dann bringe ich das Ganze in den Pairing-Modus, indem ich hier oben auf den oberen Knopf einmal länger drauf tippe. Dann blinkt hier eine LED und auf meinem Bildschirm erscheint dann auch ebenfalls, was ich machen muss. Und hier steht dann auch direkt, wurde gekoppelt. Und wenn ich jetzt hier reinspreche, sehe ich schon, dass der DJI Osmo Pocket 3 quasi das Audio nimmt, was ich über dieses Funkmikrofon einspreche. Hier oben sehe ich ebenfalls diesen Audiosprung. Das bedeutet, ich bin mit einem externen Mikrofon gekoppelt. Wische ich einmal von rechts nach links, wähle dann neben diesem Blendensymbol das DJI Mic aus, sehe ich hier schon, ich könnte auch zum Beispiel mehrere Mikrofone koppeln. Ich habe jetzt nur eins gekoppelt. Hier kann ich das Audio verstärken. Ich kann es mir etwas ruhiger stellen, falls ich immer zu laut sein sollte. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das DJI-Mic habe, das herkömmliche in der 1er-Version, wo ich 2 Mikrofone habe, einen Empfänger, kann ich das Ganze auch via USB-C anschließen an dem Osmo Pocket. Nachdem ich das Funkmikrofon ausgeschaltet habe, verschwindet hier oben auch wieder die Audiospur. Wische ich einmal von oben nach unten, kann ich hier benutzerdefinierte Modi erstellen. Das bedeutet zum Beispiel, kann ich sagen, hier, ich möchte gerne in 4K aufnehmen. Ich kann das auch gerne mal demonstrieren. Ich stelle mir hier zum Beispiel irgendwas ein, 4K 60, dann zum Beispiel ein Log-Profil. Und das möchte ich mir nicht immer raussuchen müssen, wenn ich zum Beispiel den Modus mal ändern sollte. Tippe ich hier oben drauf, sage okay, 4K 60, 16:9. Im Log-Profil automatische Weißabgleich und das Ganze ist jetzt gespeichert und wird mir auch hier unten angezeigt. Und das Ganze kann ich auch im Fotomodus machen. Ich kann hier festlegen, ob der Bildschirm automatisch gedreht werden soll, Display-Helligkeit, Selfie ein oder aus. Hier sind die ganzen Einstellungen, also hier auch alles mit Funkmikrofon, was ich bereits schon gezeigt habe. Ich gucke, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Genau, ich kann auch unterdrücken, dass ich nicht möchte,
dass sich der Osmo Pocket automatisch ausschaltet, wenn ich den Monitor drehe. Ich kann sagen, er soll sich nie ausschalten, er soll sich nach 2 Sekunden erst ausschalten oder immer direkt ausschalten. Ich kann den Osmo Pocket 3 ebenfalls mit meinem Smartphone verbinden, wenn mein Smartphone zum Beispiel über USB-C verfügt. Ich kann ihn auch mit meinem Computer verbinden und dafür brauche ich übrigens keine zusätzliche Software, um das Videomaterial mit zum Beispiel runterzuziehen. Sobald ich den Osmo Pocket 3 mit meinem Computer verbunden habe, wird mir hier schon angezeigt, Computerverbindung, oder ich kann ihn auch als Webcam benutzen, wenn ich möchte, Funkverbindungen, Gimbal-Kalibrierung, falls er irgendwie mal ein bisschen schepp sein sollte. Dafür muss er allerdings auf einer flachen Oberfläche stehen und darf nicht wackeln. Steuerknüppel-Tempo kann ich mir hier festlegen. Ich kann die Zoom-Geschwindigkeit anpassen oder wie schnell sich der Gimbal von A nach B bewegen soll, falls ich keinen Zoom nutzen möchte. Videokompression kann ich hier festlegen. H.624 oder effizient. Das Ganze funktioniert übrigens nicht, wenn du in D-Log aufnimmst. Lautstärke des Gimbals kann ich hier festlegen. Ich kann auch ein Gitter einblenden lassen, um den Gimbal immer am Horizont auszurichten. Flimmeranpassung kann ich jetzt zum Beispiel sagen, wenn ich in den USA bin, ich möchte immer mit 60 Hertz aufnehmen. Wenn ich in Europa bin, immer mit 50 Hertz. Hier siehst du jetzt auch das Gitter. Und natürlich kann ich mir auch die LED hier ausschalten oder einschalten, je nachdem, ob ich zum Beispiel gerade einen Zeitraffer bei Nacht aufnehme, hinter einer Fensterscheibe zum Beispiel, und diese LED würde mich jetzt stören. Das kann ich natürlich dann auch machen. Ich kann einen Livestream starten, ich kann die Sprache auch wieder ändern, ich kann meine Micro-SD-Karte formatieren und den Gimbal auch auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ich kann sagen, dass der Gimbal immer im Hoch- oder immer im Querformat aufnehmen soll oder bei Drehung des Bildschirms die Ausrichtung selber ändern soll. Drehgeschwindigkeit kann ich hier festlegen. Gimbal bewegt sich abrupt und erzeugt einen Wackeleffekt auf dem Bildschirm, der für das Aufnehmen von sich schnell bewegten Motiven geeignet ist. Könnt ihr selber durchlesen. Und dann gibt es noch hier etwas. Hier kann ich nämlich den Modus ändern. Ich kann hier sagen zum Beispiel Gimbal-Folge. Hier ist die Neigung gesperrt, das heißt, er bleibt immer gerade. Und der FPV-Modus ist auch relativ gut beschrieben. Im FPV-Modus dreht sich die Kamera frei und verfolgt der Bewegung des Geräts, was für kreative Aufnahmen geeignet ist. Könnt ihr gern alles mal ausprobieren. Ich benutze meistens den Folgenmodus. Den Osmo Pocket 3 kannst du auch über dein Smartphone steuern, dafür einmal Bluetooth und WLAN aktivieren, die DJI Mimo App runterladen, die ist kostenlos. Ebenfalls ist die Verbindung zwischen den beiden Geräten komplett kostenlos. Nur falls du vorhast, die Dateien irgendwo auf der Welt zu verschicken und du befindest dich zum Beispiel in einem Hotel auf Bali, benutzt deine deutsche SIM-Karte und möchtest es jetzt via WhatsApp teilen, fallen natürlich die Kosten deines Datenproviders an. Allerdings, wenn du jetzt im Hotel im WLAN eingeloggt bist oder eine Datenkarte vor Ort nutzt oder wie auch immer, fallen keine Kosten an. Aber die Verbindung zwischen den beiden Geräten ist komplett kostenlos. Nur falls diese Frage irgendwie auftauchen sollte. Ich tippe einmal auf die DJI Mimo App drauf. So sieht sie aktuell aus. Osmo Pocket gefunden, verbinden. Jetzt wird mir über dem Bildschirm dieselbe Zahl angezeigt. Die aktiviere ich dann einmal und dann werde ich nochmal aufgefordert, Bluetooth zu aktivieren bzw. die Verbindung herzustellen. Und dann sollte ich quasi gleich live sehen, was ich auf dem Osmo Pocket 3 sehe. Und da ist er auch schon. Und wie du sehen kannst, kann ich im Grunde alles darüber machen. Und zwar auf einem noch größeren Bildschirm, was ich sonst über den Osmo Pocket 3, sonst über diesen kleinen Bildschirm hier mache. Ich kann zum Beispiel auch die Firmware updaten. Da gibt es jetzt zum Beispiel eine neue von. Ich kann in den Fotomodus wechseln, ein Panorama aufnehmen. Ich möchte nochmal zeigen, wenn ich im Videomodus bin, habe ich hier unten in Grau einen Steuerknüppel, worüber ich den Osmo Pocket 3 bewegen kann. Ich kann alle Einstellungen manuell vornehmen, kann hier oben die Auflösung ändern, ich kann die Bildrate ändern, ich kann in den manuellen Modus gehen, um hier die ISO, die Blende, Verschlusszeit oder auch den Weißabgleich einzustellen. Ich kann in Zeitlupe aufnehmen, ich kann einen Zeitraffer aufnehmen, ich kann zum Beispiel auch ein Hyperlapse aufnehmen. Das bedeutet, wenn ich mit dem Gimbal bereits schon unterwegs bin, kann ich zum Beispiel meinem Partner oder meiner Partnerin sagen, jetzt nimmst du mal bitte einen Hyperlapse auf. Oder ich sitze jetzt gemütlich irgendwo am Strand und möchte jetzt ein Motion Lapse aufnehmen, dann funktioniert das zum Beispiel auch, indem ich hier unten auf Zeitraffer drauf tippe, dann hier oben auf dieses Uhrensymbol und dann eine individuelle Bewegung festlege, um jetzt zum Beispiel den Sonnenuntergang am Strand aufzuzeichnen. Ich kann hier einmal das Plus auswählen,
kann den Gimbal dann in eine völlig andere Richtung bewegen, wähle hier nochmal ein Plus aus, kann dann wieder in eine andere Richtung bewegen, dann kann ich hier mein Intervall festlegen und die Aufnahmedauer und dann tippe ich hier unten einmal drauf und der Gimbal erledigt den Rest für mich. Alle weiteren Einstellungsmöglichkeiten finde ich über die drei Punkte hier oben. Ich kann mir zum Beispiel ein Raster bzw. Gitter einblenden lassen, Überbelichtungswarnung oder auch ein Histogramm. Um mir meine Dateien anzuschauen, die ich bereits aufgenommen habe, kann ich hier unten auf das kleine Icon drauf tippen und dann sehe ich quasi immer das letzte Bild. Ich kann mir die Dateien löschen, die ich bereits aufgenommen habe. Ich kann sie mir allerdings auch downloaden, ich kann sie mir markieren. Nachdem ich sie gedownloadet habe, kann ich sie natürlich auch mit meinen Freunden teilen. Wie ich bereits gesagt habe, die Wiedergabe funktioniert auch so, indem ich von links nach rechts wische. Und hier ist jetzt zum Beispiel noch ein Video verblieben, was ich noch hier auf der Speicherkarte draufgelassen habe. Ich kann mir das einmal als Herzchen markieren, dann ist es quasi ein Favorit, der wird mir auch dann direkt in der App angezeigt. Ich kann ja auch das Raster einblenden lassen. Wenn ich jetzt mehrere Clips hätte, könnte ich sie mir markieren. Ich kann sie dann als Favorit festlegen oder auch von dem internen Speicher löschen. Ja, und falls ich vorhabe, den Osmo Pocket 3 zu verkaufen, kann ich diesen auf Werkseinstellungen zurücksetzen, indem ich hier unten einmal drauf tippe. Das dauert dann einen Augenblick und dann habe ich quasi einen werksfrischen, vom Menü her zumindest, Osmo Pocket 3. Ich kann jetzt ganz am Anfang wieder die Sprache festlegen kann. Und so weiter und so fort. Ich hoffe, dieses Tutorial hat dir geholfen, den Einstieg mit dem Osmo Pocket 3 etwas leichter zu haben. Falls du noch Fragen oder Anregungen haben solltest, dann gerne als Kommentar unter dieses Video. Und wie gesagt, falls du meinen Kanal aktiv unterstützen möchtest, Speicherkarte, Osmo Pocket 3, alles unter diesem Video. Vielen lieben Dank und bis ganz bald. Ciao, ciao.